Sagst du, das nächste, was wir freischalten, sind die Miner? Ja. Perfekt, dann können wir ja schon mal ans Automatisieren gehen. Meinst du den großen jetzt, nicht den mobilen, oder? Ja, ja, aber für den großen braucht man einen kleinen, also einen mobilen. Okay. Dann müssen wir vorher bauen. 78, 79, 80. So. Die Kabel. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Alles klar. Aber sonst. Ich glaube, du kannst glaube ich auch nochmal Eisen abbauen. Ja. Haben wir kein Eisen mehr, ja? Ich weiß nicht wie viel. Nee. Ja, ich hole doch mal Eisen. 98, 99, 100. Mal gucken, wie viel. Ich habe jetzt so 100 Eisen, mal gucken, was ich jetzt daraus machen kann. Ui. So. Mal gucken, erstmal 100 Eisenbahnen. Ja, und wie war der Tag so, ne? Joa, war halt nicht viel bei mir. Ich sehe gerade, könnte es sein, dass du angeschrieben wirst oder schon wurdest? Weiß. Okay. Kannst da vielleicht nur drauf eingehen, dass das gerade ein bisschen unpassend ist, dass du das gerade aufnehmen. Mach ich, ja. Der Mond geht gerade auf, das finde ich gerade richtig geil, weil die Mine schimmert gerade im Mondschein. Sehe ich gerade nicht. Wird gerade immer heller, die Mine. Also, die Mine ist es ja nicht, aber hier vorkommen. Eisenplatten. Oh, schon durch mit Eisenplatten, okay. Nein, nicht abreißen. Ja, ich mag den Fehler auch noch. So, ich habe 50 dabei. Da ist die Mine. Ja, schimmert echt ganz schön. Ja, am Anfang, als der Mond noch nicht da war und dann erst langsam hinter dem Berg da, Gebirge da, rüberkam, wird immer heller. Das schon geil aus. Vielleicht machst du die Rohrproduktion. Ja, das reicht bei mir allerdings nicht. Ich kann nur 50 von denen machen. Und bauen wir beide nochmal 50, dann könnte das eventuell schon reichen. Noch 25 jetzt für die. So. Du hast ein Verhältnis 1 zu 2, ne? Oder 2 zu 1. Ich weiß gerade nicht, was das bei mir ist. Ja, für 100 Platten brauchst du 200 Barren, ne? Ja, gut. Ich brauche für 25. Wie viel wird aus einem Eisenerz? Also, wie viele Barren kannst du einer. Machen? Einer. 1 zu 1. Da ist das Verhältnis 1 zu 1. Sprich, du brauchst halt doppelt so viel von der Ressource, ne? Ja gut, dann brauche ich ja noch 45. Ich brauche nicht doppelt so viel, ich brauche 1 zu 1. Das heißt, ich brauche nur noch 25. Dann dürfte ich jetzt eigentlich fertig sein mit 45. Theoretisch? Wenn ich. Aber warte, stopp, nein. Ich brauche noch 45 Platten, das heißt, ich brauche dann 90 Eisen. 90, ja, genau. Ah. Ist das ätzend. Ja. Ja, das ist Satisfactory. Ressourcenabbausimulator? Ja. Mehr macht man hier nicht. Nee. Oh Mann. Ja, wenn wir das alles später mal automatisieren, dann gut. Bei den Verhältnissen musst du dann halt auch drauf aufpassen bei den Maschinen, ne? Ja gut, aber. Sonst arbeiten die halt. Das ist, glaube ich. Ja, das ist aber trotzdem besser, du hast dann irgendwas, das automatisch arbeitet, als stundenlange am selben Ort zu stehen. Ja, alles von Hand abbauen. Mach ja. Das mal, bis du alles erforscht hast. Ich glaube, da brauchen wir einen Weltraumlift hier per Hand. Was so viel Achievement gibt. So, wie viel Eisen hast du? 10. Also, ich baue schon für dich. Dann, ne? Dann haben wir 90 insgesamt. Okay, ich baue nur auf 20 ab. Dann haben wir ein bisschen Reserve. Moment. So, ich komme. Das
jetzt mal die ganze Eisenbahn klopfen. Hörst du das Geklopfe eigentlich auch, wenn ich dran arbeite, oder hört man das nur selber immer? Also ich höre es gerade nur meins. Okay. So, was kam eigentlich als Antwort? Ich wurde nicht angeschrieben. Ah, okay. Deswegen habe ich auch nicht geantwortet. Ich auch nicht. So, mal gucken. Congratulations. You have unlocked hub feature additional biomass generator. New buildings which can be found in the building. Okay, jetzt machen wir hier direkt hub upgrade molecular analysis. Das brauchen wir gerade nicht weiter zu machen. Ich würde jetzt auf Automatisierung gehen, ja. Ja. Ich habe keinen Bock mehr, die stundenlang Eisen mit der Hand zu klopfen. Bevor wir weitermachen, könnte es jetzt laggen, ja? Okay, was hast du vor? Das Spiel zu speichern. Okay. Ich glaube, die Map mal zwischendurch zu speichern, ist schon ganz gut. Auch ja, wenn Speicher? Ich habe jetzt gerade gespeichert. Okay, es hat null geleckt. Perfekt. So, jetzt ich müssen wir gefunden. Mal überlegen. Siehst du eigentlich die Elektroschnecke da hinten? Zu der ich jetzt nicht unterwegs bin? Nein, zu der du gerade nicht unterwegs bist. Okay. Die siehst du also nicht perfekt. Nein, sehe ich mir nicht. Ich weiß nur nicht, wie ich da hochkommen soll. Scheiße, da komme ich nicht ran. Lass die brauchen wir im Moment nicht, da wir eh noch keine Maschine haben. Ich will sie haben. Okay, warte, ich probiere mal was anderes. Vielleicht ist die Fläche ausreichend zum Springen. Nein! Okay, scheiß drauf. Wohl nicht. Ja, vor allem, du musst. Es ist mit den Abhängen ein bisschen scheiße. Du musst den Absprung genau richtig, also perfekt timen. Kann ich hier die ganzen Blätter reinschmeißen? Wo rein, meinst du, oder? Kann das direkt hier hinter in die Elektro-Dings rein? Nein, die müssen erst verarbeitet werden zur Biomasse. Das macht er auch an der Werkbank. Biomasse. Könnten wir eigentlich gerade machen. Alle Blätter, die wir eingesammelt haben. Jo, bin dabei. Ich lass dir die Hälfte der Blätter drin, ja? 220 ich, hast du noch drin. Ich hab 220 genommen, du hast 220. So, 222 war noch im Lager. So. So, Biomasse ist fertig. Sortier mal ein, mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Ich kann auch mehr Biomasse machen, ich habe ja Holz. Ah ja, mit Holz geht es auch. Oh, wow. Wow. Was denn? Das war sehr viel. Gott, so, Biomasse. Ja, Holz sollen wir die ist jetzt richtig effizient, ne? Ich habe 500 jetzt Biomasse. Was hast du einsortiert? Ich wollte eigentlich gerade hinten reinschmeißen, aber naja. Können wir gleich machen, wenn wir das mit den Maschinen machen, sonst läuft das schon. So. Das heißt, wir haben jetzt über 800 Biomasse. Das ist erstmal von Anfang gar nicht schlecht. Ja, so. Was ist der Plan? Ich würde sagen, das Wichtigste ist ja Eisen, deswegen würde ich eher Eisen erstmal automatisieren, zumindest. Das war Kalk. Wir haben ja insgesamt dreimal Eisen hier, oder wie war das, ne? Zweimal, glaube ich. Meiner. Den kannst du doch nicht bauen. Warum? Was hast du für Ressourcen? Wieso kann ich nicht mal planen? Das ist doch kacke. Wir müssen erstmal andere Sachen dafür bauen. Okay, wie komme ich an den anderen Kram ran? Ja, schau doch mal, was brauchen wir denn für den Miner? Ja, dieses Mini-Teil zum Beispiel. Kriegen wir das an der Werkbank oder wo? Also wir brauchen... Am besten gehen wir direkt auf größere Produktion, oder? Ja. Dann würde ich sagen... Hä, genau, wo baut man denn diesen kleinen mobilen... Brauchen wir Ausrüstungswerkstatt. Das ist die oben rechts. Die brauchen wir erstmal. Da drin baut man den Mini-Miner. Wo? Ausrüstungswerkstatt. Bauen. Die muss man bauen, ne? Neben der Werkbank. Ich dachte, warum läufst du hier rum? Oh. ja, gut. Ja, so viel dazu. Hier, die könnten wir hier irgendwie hinbauen, wo die andere Werkbank ist. Ich bin gerade hier am... Warte mal. Ach ja, drehen war ja so.
Lass die mal hier irgendwo im Bereich der anderen wegkommen. Oder daneben, ja. Warum kann ich ihn nicht da planen? Aber ich muss das Material dabei haben, noch bevor ich es baue, oder? Ja, ja, genau. Leck mich am Arsch. Was fehlt dir denn? 6 Eisenplatten und Rohre. Wir haben noch ein bisschen was, oder? Wir haben kein... Uns fehlt genau eine Eisenplatte. Guck mal, Eisen, ne? Okay, hol du mal. Habt ihr Eisenplatte? Ganz toll, Mann. Ganz. Was denn? Wir hätten doch noch Eisen. So, dann bauen Soll ich die nicht mal so hier so bauen? Ja, direkt vor der Ding, weiß nicht. Oder hier hinten, weil wir hier. Es ist ein bisschen kompakter hier, die Station. Ja, okay, mach mal. So, und in dem Ding müssen wir jetzt einen Miner bauen. Wir brauchen einen Miner. Dafür brauchen wir 4 Eisenplatten. Ja, warte. Bleib dran. Bleib in der Leitung. Please hold the line. 2. Könnt ihr auch schon was anderes machen, aber. 4 Eisenplatten, ja. 4 Kabel. Ja. Ja, haben wir. Und 8 Draht. 8 mal Draht. Achso, warte. Nee, ich muss das Kabel, wir müssen mit dem Kabel was anderes machen. Kabel. 8 Stück, ne? 4 mal Kabel. Scheiße, jetzt hab ich 8 Kabel gemacht. 8 mal Draht. Ja, also Draht haben wir jetzt gar keins. Draht war mit Kupfer. Haben wir noch Kupfer? Draht. Okay, haben wir. So, dann bau dir mal so einen Miner, bitte. Ja, hallo? Mobiler Minator. Ah, das ist der Xenozapper, okay. Miner! Perfekt. Jetzt brauchen wir noch 5 Eisenstangen und 5 Beton. Kannst du die Eisenstangen machen? Ja, kann ich, nein. Wie viele brauchen wir? 5 Eisenstangen habe ich. 5, ja. Und ich mach 5 Beton gerade, Moment. Und ich werde gerade angerufen, Moment. Ja, klar. 5 Beton. Achso, für den ganzen... Ach, für den Kollegen hier, okay. Wie kriege ich 5 Beton ran? Wie geht das? So, ich habe schon Beton, richtig. Du hast schon Beton. Ja, ich wollte selber mal gucken, wie das geht. Was brauche ich dafür? Biomasse, ne? Ne, Kalkstein. Ja, ich habe schon reingelegt hier. Jo, danke. So, und dann können wir das Ding bauen. Yay! Und zwar gehen wir erstmal zu da. So. Meiner. Und dann schauen wir mal. Jetzt geht's. Ja, so rum oder andersrum? Weil du siehst ja, wo das rauskommt, ne? Ach, da hinten. Ist das so? So ist das richtig in unserer Fabrikrichtung, ne? Ja, aber du musst dran denken. Wir bauen da jetzt noch zwischen, ne? Und so. Wo ist denn hier andere Eisenquelle? Ja doch, machen wir hier. Ja, da hinten ist Stein. Ja, okay. Oder warte mal. Nee, so, jetzt zeigt die genau auf die andere Eisenquelle, die wir da noch haben. Das ist Stein übrig. Ist das ein Stein? Ja, dreh das mal so, dass die Öffnung zu mir guckt. Wäre es am besten wahrscheinlich. Das war doch kein Stein, da war ich doch vorne auch Eisen abbauen. Was ist denn das hier? Das ist, oh. Ah nee, hier ist die. Ja, ist hier, egal. So hintereinander sind die direkt. Mal drauf. So, dass es so in meine Richtung schaut. In deine Richtung. In deine Richtung. Ja, perfekt. So. Ja. Die Frage ist jetzt, wir müssen es auf jeden Fall erstmal draus barren machen, ne? Ja, klar. Schau mal, was wir dafür brauchen. Wir brauchen dafür eine Schmelzerei. So. Schmelzerei. 5 Eisenstangen und 8 mal Draht brauchen wir. Eisenstangen kriege ich, glaube ich, noch hin. Mal gucken. Eisenstangen. Mir fehlt genau eine. Leck mich am Arsch. Aber gar kein Eisen mehr hier. Doch. Ja, kein okay, Kupfer mehr, ne? Doch, haben wir noch. Hammer. Haben wir noch? Okay. Ja. So, Stein habe ich. Wie viel, was brauchst du für Kupfer?
Wir brauchen 8x Draht waren es. Haben wir. Ja, dann perfekt. Dann bauen wir das da. So. Mal gucken. Muss natürlich jetzt irgendwie passen dazu sein. Ja, nicht ganz dran, weil da muss natürlich hier noch so ein Band. Förderband. Ja, mach mal ein bisschen näher zu mir noch. Noch ein Decken. Ein bisschen jetzt zu mir wieder. Noch ein Stopp. Ich glaube, so ist ganz gut. So. Und dann brauchen wir ein Förderband dazwischen. Gucken. Förderband. Nee, nicht Fundamente. Ich glaube, das braucht nur Eisenplatten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Ja, wahrscheinlich. Da. Bei der Länge wahrscheinlich 4-5 Eisenplatten. Gehe ich einfach mal von aus. Gucken. Könnte ein bisschen problematisch werden. Also 4 Eisenplatten kriege ich hin. Ja. Ich gehe mal gucken, wie das jetzt aussieht. Ich will mit dem Ding da oben fliegen. Vielleicht schaffen wir das irgendwann mal. Ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man nur später alles mal erforschen kann. Jetpack kurz geben. Hä? So. Ah, okay. Tada. Also, wenn wir jetzt das Ganze mit Strom verbinden würden, was würde jetzt passieren? Ja, da wird das Ding halt laufen. Ja, was bekämen wir jetzt im Moment? Ja, im Moment nur Eisen, wenn das läuft. Das heißt, Eisen oder Eisenbarren. Eisenerz wird hier zu Eisenbarren und das war's, ne? Ja, dann brauchen wir noch ein Lager. So, aber wir brauchen aus Eisenbarren auch immer zwei Sachen, ne? Achso, du meinst die Platten und die Rohre. Ja, aber die Dinger kann man später erst, diese Förderbandsplitter und... Achso, die haben wir noch gar nicht, ne? Kann man später erst erforschen. Das heißt, im Moment würde ich hier einfach ein Lager bauen. Ja, gut. Die Zwischenarbeit müssen wir im Moment von Hand noch machen, dann. Wo ist das Lager? Hier ein Lager hin und das mit Förderband. Wir haben, wo sind die denn die Lager? Bei Organisation, ganz unten. Ach da. 10 Platten, 10 Stangen. Ja, ich geh mal Eisen klopfen. Ich komm dann mal mit. Beziehungsweise muss ich mal gerade muten, ja? Ja, klar. Ich freue mich schon, wenn das Ganze dann automatisiert ist. Das ist so richtig automatisiert. Vor allem, wenn wir dann in der Luft anfangen zu bauen. Und wehe, wir gehen drauf. Das wird 100% passieren. Und wenn ihr euch fragt, wer die Idee hatte, da oben zu bauen. Der da hatte sie. Na gut, die wird immer auch wieder hochkommen sollen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich weiß gar nicht mehr, was brauchen wir jetzt alles? Ach komm, die 20 mal ich noch voll. So, was hat er gesagt? Lagercontainer. 10 Platten, 10 Stangen. Wie war denn nochmal das Verhältnis da hinten? Das werden wir gleich sehen. So. So, das Verhältnis. Also Barren brauchen wir auf jeden Fall. So, 10 Eisenstangen und 10 Platten. Ja, läuft. Ja. Ja, stimmt. So, hallo. Und die Eisenstangen noch. Wir brauchen noch für Eisenstangen noch genügend Eisen. Denk dran, ein bisschen Puffer wegen den Eisenplatten für die Förderbänder, ne? Achso, ja klar. Wir brauchen ja vielleicht 3-4 Eisenplatten mehr für die. Ja. Da, ich schau mal gerade, was brauchen wir? Die Stromleitungen brauchen wir Draht, Beton und Eisenstangen. Aber kein Kabel? Nee, das geht anscheinend über die Eisenstangen und den Draht. Was? Keine Ahnung. Nehmen wir so einen dünnen Draht dafür, klar. Nein, die Stromleitung dazwischen, die verbindet man natürlich mit Kabeln, genau. Okay. Die muss man separat nochmal verbinden. Hab's gerade gesehen. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!